Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Heute in der Folge werden wir gleich einen sehr coolen Überraschungskampf haben. Ich wünsche euch hier sehr viel Spaß beim Zugucken und los geht's. Ihr mindestens 5-mal Schaden erleiden. Okay, warte mal. So. Wir machen Wirbelschlag. Und den. Achso, okay. Er leckt den Kamek nur an. Was? Das kann ich nicht gebrauchen. Ich soll Schaden nehmen. Aber cool, dass das passieren kann. Ja, noch ein Jubelschlag, also. Ich weiß da nicht, wann ich. Wieso. Jetzt Nebel? Was passiert hier? Hä? Auch ein sehr leichter Angriff, ne? Ich muss sagen, also, Yoshibi hat einfach eine andere Taste, aber an sich sind die Angriffe sehr leicht. Was nicht schlecht ist, ne? Cool, aber. Und ich würde sagen, wir wechseln ihn mal aus. So, Kubio. Schwuppdiwupp. Wir müssen noch ein paar Mal Schaden nehmen jetzt gleich. Hä? Wie? Daneben? Oh mein Gott, das macht den Nebel, oder? Ich muss mindestens 5-mal Schaden nehmen, kann aber keinen Schaden nehmen. Cool. Wow, wirklich. Also, das bringt mich. Und, ich habe was gehört. Was geht... Wasse? Was geht... Was... Ja, doch. Was geht Wasse? Hallo. Vielen Dank für den Follow. Du kommst von YouTube. Oh, hallo. Warte, von dem ersten Video von Paper Mario oder von Shorts oder so? Ja, was machen wir hier? Einfach verteidigen? I guess. Aber die werden ja so oder so nicht treffen. Ach man. Jetzt will ich Schaden nehmen und dann krieg ich keinen Schaden. Minecraft Shorts. Ah, cool. Cool, cool, cool. Ja, ich glaube, also noch. Es kommen noch ein paar Minecraft-Shots. Und danach. Was habe ich danach? Danach ist, glaube ich. Was mache ich danach? Mache ich danach Splatoon wieder? Oder mache ich dann. Ich sollte dann auch so langsam mit Paper Mario-Clips anfangen, glaube ich. Aber ein paar Minecraft-Clips habe ich noch. Ja. So, dann können wir ja jetzt angreifen. Weil dann nehmen wir Schaden. Und wir wollen Schaden. Ja. Und es ist auch nur ein Schaden, was gut ist. So, so, so. Nee, nicht Items. Du, du, du. Panzerstoß. Ja, eigentlich. Ja, okay. Warte, ich mach so jetzt, weil dann mache ich nur 2 Schaden anstatt 3. Ja, ja. Big Brain hier. So, das ist jetzt das 4. Mal Schaden, glaube ich. Und das ist das 5. Mal. Nice. Wir dürfen endlich gewinnen. Sehr schön. Und da machen wir. Was machen wir da? Funktioniert das? Nee, er hat es abgewehrt. Okay. Gut, dann Panzerstoß schon mal auf ihn. Und dann, ja, der hat eh gleich keinen Blitz mehr. Und dann haben wir das. Okay, ja, nee, ich wollte euch einfach mal die Attacke zeigen, ne, wie er sich klonen kann. Soll ich einfach draufspringen oder soll Kupio das machen? Nee, komm, Kupio darf das machen. Ist ja auch sein Spezialgebiet, ne? Also wenn er da nicht den richtigen trifft, dann würde ich mir Sorgen machen.
Es war eh der erste. Okay. Sehr schön. Sternpunkte gesammelt. Wir sind fertig mit dem Kampf und ja. Hab einen Short gesehen und bin direkt auf Twitch gekommen. Nice. Cool. Das freut mich. Das zeugt ja davon, dass ich da gute Überzeugungsleistung gearbeitet. Was? Überzeugungsleistung gebracht habe? Wie heißt es? Ich weiß es nicht. Der Clip war unterhaltsam. So, das wollte ich auch sagen. So, Mario! Hilfe! Bowser kommt an! Wie bist du hier hoch? Okay, ja doch, du kannst fliegen. Verstehe ich schon. Oh, was ist denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer? Bomba scheint ja eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier im Falkenhain treffe. Falkenhain. Tja, manchmal... Achso, warte mal, der redet doch ganz anders. Ja, die Stimme kriege ich jetzt eh nicht mehr. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Oder so redet der. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du auch noch eine Lektion. Warte, was? Wir kämpfen gegen Bowser? Jetzt? Hier? Okay, ich werde es anders schneiden. Wahaha, heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Ja, okay. Dann hätte ich vorher vielleicht nicht so rumspielen sollen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Gumbrina. Ganz, ganz wichtig. Weil wir müssen den scannen. Das geht ja gar nicht anders. Das ist Bowser. Aber was macht er denn hier? 30 KP, 3 Angriff und 1 Verteidigung. Ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist sein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam. Nach einem Sprungangriff kannst du bestimmte Techniken nicht mehr nutzen. Okay, konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Ja, okay. Wegwehen. Schade. Wegwehen können wir ihn wahrscheinlich nicht. So langsam sollte ich auch über Heilung nachdenken und sowas. Deswegen würde ich als allererstes sagen, Paralyse. Ja, paralysieren. Dann macht er keinen Angriff, dann haben wir auch keine Probleme. Ja. Ja, passiert auch noch was? Okay, gut. 3 Züge gestoppt. Sehr schön. Und dann, wer macht am meisten Schaden? Multikopfnuss? Ja, doch. Okay, sie macht nur einen Schaden. Das ist das Problem. Macht dann Yoshibi nicht sogar mehr Schaden? Ich weiß nicht, wie sein Schaden jetzt gerade aussieht. Das ist halt das Problem. Heilung besprechen oder aufweichen. Ich würde sagen aufweichen. Wo ist das denn? Er weicht ja da. Sehr schön. 3 Runden schwächer. 2 Runden pennt er ja noch, ne? Dann tauschen wir. Ah, ich weiß nicht. Wollen wir tauschen oder nicht? Doch. Airona kuschelt mal mit ihm. Und sie kann dann nämlich auch vorangehen, weil sie viel Leben hat. So, und wir haben ja noch 2 Runden in Effekt, deswegen Charge. Komm. Du wirst nicht viel zum Angriff kommen, hoffe ich doch. So, gibt's noch einen Body Slam? Oh Mann. Und dann
einen Power Downs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr gut und viel Schaden gemacht. Na, typisch Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Na, hier, nimm das. Ja, bei ihr kannst du es machen. Also, ich weiß zwar nicht, wie du einen Geist gebissen hast, aber der Geist trägt halt auch Schmuck und Make-up, also. Ne? So, dann, ja, einfach Bodystern noch weiter raufhauen hier. Das ist jetzt ein Synchronsprecher von Bowser. Ja, ich... Normalerweise, also vorhin hatte ich ihn noch besser vertont. Jetzt gerade ist es eher so, ja, ich sag halt Wörter, ne? So, und wir können, wir brauchen nicht mal starke Angriffe mehr machen. Das können wir jetzt easy erledigen. Das ist gar kein Problem. Schwuppdiwupp. Body Slam und du bist hinüber, Bowser. Da habe ich mir aber... ja, nicht mehr erhofft. Also es war ja schon ein Fight und ich habe ihn schon dominiert, aber, ne? Er hätte stärker sein können, glaube ich. Und er gibt auch nur 14 Punkte. Naja. Okay. Da. Ja, das ist unser Bomber. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Und du bist unschlagbar, Bomber. Und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung leider beendet. Also bis bald in der Arena. Nice. Okay, bitte deine Gage, 19 Münzen, sehr schön. Ich sollte eigentlich extra Geld bekommen dafür, dass ich hier so gegen noch andere Leute kämpfen muss und so. Naja. Okay, ich lasse dich jetzt allein. Okay, und dann geht's für uns weiter mit dem nächsten Kampf. Eins muss man ihm lassen, er hat ein Talent für dramatische Auftritte. Ja, das stimmt. Aber erstmal heilen wir uns. Genau. Gut, ab zum nächsten Kampf. Wir haben als nächsten Gegner... Rang 4, Lanzissimo. Okay, Lanzissimo. Was mit einer Lanze oder so vielleicht? Interesting. Also, das ist ja jetzt auch ein richtiger Name, ne? Wir holen mal direkt Gumbrina wieder raus. Weil den können wir zu 100% scannen. Vielleicht ist das der rechte hier. Obwohl, der sieht eher so aus wie... ja, ein Guard oder so, ne? Ah, okay. Es sind... okay, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es könnte auch einfach... einer von den Leuten sein, die wir in Rohling schon besiegt haben, um da nicht mehr das Geld zu zahlen immer. So, die Gegner im folgenden Kampf sind der Karawalklempner Bomber Luigi und der Hüter der Finsternis Lanzissimo. Wir lassen uns niemals besiegen. Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Ah, es ist so eine dunkle Variante. Let's fight! Gut. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal... du darfst keine Items benutzen, genau. Und wir fangen an mit Scannen, würde ich sagen. Scanner. Und dann zeig mal. Lanzherr? Ach, Lanzherr. Oder so. Sind schwere bewaffnete Rabenviecher mit 20 Lebenspunkte und 6 Angriff, aber dafür kein bisschen Verteidigung. Ziemlich starke Gegner. Seine Lanze schützt ihn leicht vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden.
Okay, da bin ich dann ja jetzt mal gespannt, was wir hier dann so machen können. Wollen wir direkt... Nee, wir machen direkt ein Erweicher auf ihn. Okay, ich dachte, es schützt ihn nur etwas, aber nee, es schützt ihn sogar sehr gut. Okay. Dann kommst du definitiv raus. Für Yoshibi macht ja auch Dings. Also dann wahrscheinlich Kupio. Weil Kupio der Einzige ist, der sonst noch so angreifen kann. Genau. Und dann machen wir hier den... Ja, Wirbelhammer. Ja. Sehr schön. Das mit dem Verteidigen muss ich da noch ein bisschen üben. Wir könnten auch sagen, dass Mario sein Schutzschild bekommt. Von Kupio. Weil dann sollte das nicht so ein großes Problem sein. Mit dem Angriff. Weil der hat ja echt sehr viel Angriff, ne? Jetzt greift er trotzdem noch Kupio an. Ich glaube es nicht. Ach man, okay. Wenn wir mit Kupio es schaffen, uns zu verteidigen, dann kriegen wir noch eine Runde mehr. Und er ist nicht eingefroren worden, aber... Nee, das lohnt sich nicht. Aber er wurde angesprüht von dem Eis da. Sehr schön. Also das sollten wir auch schaffen. Aber das ist mal ein bisschen schwierigerer Kampf. Okay, sehr schön. 6 Schaden hat da sogar tatsächlich alle... Nee, hat 2 States weggemacht von dem. Aber lassen wir uns weiter nicht stören. Denn er sollte jetzt Geschichte sein. Braucht nicht mehr gut hin, genau. Und damit ist er hinüber. Und wir haben gewonnen. Keine Items benutzt, 9 XP. Sehr schön. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Geschafft, Mario. Ja, na klar. Bitte deine Gage exakt 20 Münzen. Okay. Rang 4 sind wir jetzt. Und ich würde mal gucken wollen, wenn wir irgendwie Rang 2 sind. Also Rang 1, Rang 3 sind. Und Rang 2 besiegen wollen. Wie viel Gage wir da bekommen. Vielleicht lohnt es sich, das auch zu resetten. Aber andererseits ist es auch nur Geld. Geld sollten wir auch kriegen, ne? Naja. Mario, du hast hier wieder eine Mail bekommen. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. Alles in Caps. Wieder eine Mail von diesem X zur Telefonzelle. Irgendwo habe ich schon einmal eine gesehen. Suchen wir sie. Ja, da habe ich ja schon mal geredet mit. Ganz am Anfang. Hallo? Hey, Bomber. Du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Dieser glitzernde Kraftprotz wagt es uns zu drohen. Aber wenn er uns droht, dann wird die Mail von neulich... Dann war die Mail von neulich vielleicht von ihm. Aber egal, von wem die Mail kam, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Ja, ach du. So schlimm ist das nicht. Also soll er ja ruhig kommen, ne? Also ist, denke ich, auch nur ein weiterer Gegner. Aber wahrscheinlich ein sehr starker. Wie er sich abrackert hier. Oh, ein Lagerschlüssel. Oh, wir können die Tür öffnen da. Geh ins Lager neben Clebones Büro. In das Lager gehe hier hin.
Geh dorthin. Langsam wird das aber... langsam wird mir das alles hier zu bunt. Naja, doch. Eigentlich doch, können wir das machen. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nee. Wir können uns hier vielleicht noch das andere Item kaufen. Hallo, ist der Kleine da etwa aus diesem widergespenstigen Ei geschlüpft? Oh, das rührt mich. Aber kostet doch einen von Bratens leckeren Hotdogs. Er kostet nur 10 Münzen. Magst du? Ach so, hätten wir das Ei schon vorher holen können oder so? Weil eigentlich war da ja die Rede von, yo, ey, wir haben neues Ei-Spezialgericht. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, wo uns dieses Lager dann hinführt. Oder also was in diesem Lager ist und so. Wir müssen ja irgendwie hier diese Intrigen... Ja, okay, also halt die Geheimnisse lüften. So, das passt, glaube ich, am besten. Sollte uns jetzt nur am besten keiner sehen. Und wir sollten das Schloss da vielleicht auch wieder so provisorisch ranmachen oder so. Oh, hallo. Oh, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Bomber? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Liebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich die, man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Auf keinen Fall, nur Dilettante machen Geräusche. Es muss noch irgendjemanden anders, hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Liebin, oder? Ja, eine Diebin der Liebe, des Herzens. Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen. Ich finde cool, dass sie immer mit uns alles teilt und so, aber ja. Hihi, also dann, Mister, Zeit, Adieu zu sagen. Oh mein Gott. Wow, das ist der berühmte Kuss und nur für dich, Bomber. Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsamer Orte. Passt auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Was? Wie wer da oben? Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer. Wir sehen uns. Und weg ist sie. Wie sich so ein Kuss wohl anfühlt? Warte nur ab, wenn ich erst erwachsen bin. Dann... Aber eine Frage, Bomba. Die da oben, was sollte das eigentlich heißen? Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. Also, die Person weiß ganz schön gut Bescheid. Was, also, sieht die uns? Oder was, also... Der Schalter für die Treppe... der Schalter für die Treppe. Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Ich würde auch immer noch gerne mal Gumbrina draußen haben, wenn sie uns küsst, da, diese Maus. Aber, ja. Na gut, ne? Warte mal, können wir... Nein, wir können ihn nicht wegmachen. Müssen wir die lesen hier, oder was? Was sollen wir machen? Kann er die zerstören? Nein. Kann sie die wegpusten? Ja. Okay. Also, ich dachte auch schon, dass wir die eher wegpusten können, als, als weg zu, also mit dem Panzer wegzuschlagen. Ja, so. Aha. Und, ja, komm, wir zerstören auch mal den Rest hier. Auch wenn das ganz schön laut ist. Und was ist hier? Ein Item? Ein Orden! Charge P. Erhöht den Schaden, den deine Partner beim nächsten Angriff verursachen. Okay.
Kostet das auch dann immer einen Blütenpunkt, oder wie? Ja, wahrscheinlich, ne? Sehr schön. Eine Insignie der Sonne. Wie haben wir denn da gerade? Eine, okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen machen. Achso, hier müssen wir rüber. Yoshibi dann zu verbessern. Oh. KP plus P. Ah, okay. Für die Partner auch 5 Punkte mehr. Aber der wird wahrscheinlich auch genauso teuer sein, ja. Junge, Junge. 6 Stück. Also, wir können ja noch was ausrüsten. Nur was? Nur was? Nur was? Mehr Sternenergie vielleicht. Powerhauer und Charge für die Partner. Ja. Weil Herzelein für die Partner, weiß ich noch nicht. Und ansonsten mehr Leben brauchen wir auch gerade noch nicht. Deswegen. So, wo fallen wir hier runter? In die Lüftungsschächte anscheinend. Hier ist auch sowas von was versteckt, glaube ich. Oder? Okay, auf jeden Fall ist da ein Loch zum Durchgucken. Und da könnten wir halt runtergehen. Aber als erstes gucken wir dann mal runter. Die Wand war sehr dick, aber egal. Aber in dem Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Okay, dann sollte sie vielleicht nochmal nachgucken gehen. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Naja, also eine Maus war es mindestens, ne? Schon in Ordnung. In dem Lager gibt es ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt, aber was ist eigentlich aus Marono geworden? Ich hab... Oh, Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Ein bisschen. Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es die Regeln verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genau so habe ich auch mit dem anderen verschollenen Kämpfer. Genau das habe ich auch mit dem anderen verschollenen Kämpfer gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht herum. Also, Herr Clubone, ich verstehe das auch nicht. Sagt den anderen Kämpfern, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Es muss auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Ansonsten kriegen wir noch ein Imageproblem. Aber na gut, wenn diese Info publik wird, dann haben wir eh ganz andere Probleme. Dann laufen unsere Zuschauer und Kämpfer sowieso alle davon. Alles klar, ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Clubone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du immer so machst. Herr Clubone, ich hab doch auch Recht auf Privatleben, oder? Ach, zum Glück gut gerettet. Ach, noch etwas. Hast du schon einmal etwas von Sternjuwelen gehört? Nein, nie gehört. Nee, was soll das sein? So. Okay, gut verstanden. Also gut. Dann darfst du jetzt gehen. Okay. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Dankeschön. Aber... ja, ne? Wir sind hier nur, um das Sternjuwel zu holen. Hey Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer? Marono war doch aber... war doch der aus der 2. Liga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hey, ist da jemand? Piep, piep, miau, miau oder kuckuck?
Ich würde sagen, wir machen Piep, Piep wegen einer Maus. Eine Maus? Und ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut, dann also wieder zurück an die Arbeit. Okay, da bin ich... was passiert, wenn man da was anderes sagt? Also er wird ja wahrscheinlich so oder so uns dann nicht finden, oder? Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Hast du auch gehört, dass Klebon von Sternjuwelen gesprochen hat? Und dieses diese Toadscorver scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Ja, das stimmt. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden. Naja, also wir können ja hier runter, ne? Ach so, das ist einfach... Das ist einfach der Weg? Okay. Warte mal. Also wir brauchen einen blauen Schlüssel noch. Aber es fällt doch jetzt auf, dass hier kein Schloss mehr dran ist, oder? Na gut, na gut. Belassen wir es erstmal dabei und kämpfen uns weiter voran. Ich denke, dann wird das auch weitergeführt. Genauso wie der Kampf mit Bowser vorhin, ne? Also das ist ja auch nur passiert, weil wir weitergekämpft haben. Also gut, dein folgender Gegner, dein nächster Gegner, Rang 3. Du kämpfst gegen das Brüder-Trio. Im folgenden Kampf solltest du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Okay. Haben wir uns schon geheilt? Nein, haben wir nicht. Ja, das schaffen wir auch so. Der Kampf beginnt. Jo, okay. Dann wollen wir mal gucken, was für Arten von Brüdern das sind. Oder alle die gleichen? Nein. Okay, wir haben Feuerbruder, Hammerbruder und einen Bumerangbruder. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklemmner Bombaluyo und das magische Dreieck, das Brüder-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Warte mal, der Bumerangbruder ist grau. Und dafür hat der Hammerbruder einen blauen Helm? Okay, naja. Ist Design-Idee halt einfach gewesen, I guess. Weil normalerweise sind die ja blau, die Bumeränge haben. Bumeränge, oder? Ja, ich glaube schon. Zu Ehren meines verblichenen Großvaters werde ich dich besiegen. Ach so, ja, verblichen, weil die wollen ja nicht sagen, dass er tot ist. Okay, ja. Verstehe, verstehe. Dann. Also das mit deinem Großvater tut mir leid, aber ich werde mich trotzdem nicht zurücknehmen. So. Also. Wir fangen an mit Scannen, würde ich sagen. Und zwar den Feuerbruder als allererstes. Das ist ein Feuerbruder. Er hat 7 Lebenspunkte, 3 Angriff und auch noch 1 Verteidigung. Feuerbrüder sind feuerspeiende Hammerbrüder, so gesehen. Naja. Achtung, schlägt deine Verteidigung fehl, kannst du eventuell Feuer fangen. Ah, gut, dann habe ich mir doch das richtig gedacht, dass der uns verbrennen kann. Also gut, dass ich ihn hier als erstes mir vorknöpfen möchte. Je schwächer sie werden, umso heftiger werden die Angriffe der Feuerbrüder. Okay. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, lieber Wirbelschlag. Weil dann machen wir dem zweiten zwar schon Schaden, aber noch nicht so viel Schaden. Ja, haben wir. Und... Oh, das ist... Das... das ist schnell. Das ist sehr schnell. Ich würde sagen, wir scannen direkt den nächsten.
Obwohl, der Hammerbruder war am wenigsten gefährlich jetzt eigentlich. Ja, na gut. 7 Lebenspunkte, 4 Angriffe und 1 Verteidigung. Das ist ein Hammerbruder. Die Wurfattacken dieses Gegners kennst du schon lange. Wird er schwächer, wirft der Hammerbruder mehrere Hämmer hintereinander. Ah, okay, die Kerle sind stark, also nimm dich vor ihnen ab. Also die werden immer stärker, umso schwächer die sind. Also umso weniger Leben die haben, umso stärker, desto stärker werden sie. Das wollte ich sagen. Aber woher nehmen sie nur die ganzen Hämmer, die sie immer werfen? Ja, das weiß ich auch nicht. Die kommen irgendwo... Die haben die unendlich irgendwie. So, ich würde sagen... Powered Outs. Na, den fast gekillt. Okay. Das könnte ein sehr, sehr fieser Angriff werden hier. Uiuiui. Okay, wir haben gerade noch so verteidigen können. Ich hoffe, das macht nicht 2 Schaden. Ja, okay, gut. Gumbrina wird hier sterben. Aber das nehme ich in Kauf, weil wir können zumindest noch den Boomerang-Bruder scannen. Und das ist mir gerade irgendwie ein bisschen wichtiger. Boomerang-Bruder, 7 KP, 2 Angriff und 1 Verteidigung. Aber dafür greifen halt auch immer 2 Mal an, ne? Also, weil Boomerange kommen ja zurück. Das ist ein Boomerang-Bruder. Boomerang-Brüder sind, nun ja, Hammerbrüder nur halt mit Boomerängen. Ihr Boomerang kann dich 2-mal treffen. Achte also auf seine Flugbahn. Und Achtung, die Attacken der Boomerang-Brüder werden heftiger, wenn ihre KP sinken. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt einen guten Hammer raushauen. Schade. Okay. Ja, also das mit den 20 Leben Wow, ich habe nichts davon. Wir sind gestorben. Okay, ja, also wir werden eh keinen Rang aufgestiegen, deswegen ja, ist es soweit erstmal egal. Aber dann können wir mal gucken, wie viel Geld wir kriegen. Oder kriegen wir nur einen, wenn wir verlieren? Ja, okay, wenn wir verlieren, kriegen wir eh nur einen. Okay. Das war actually mal ein schwerer Kampf. Das hat mir aber gefallen, weil das war actually mal hart. Also hätte ich halt nicht den Nachteil, dass ich mit Gumbrina alles scannen will, dann wäre das einfacher gewesen, definitiv, ja. Aber das 20 Schaden, das war halt so oder so egal, weil die kriegen wir so oder so. Also das hätten wir nicht geschafft. So oder so. Mindestens 2-mal eine Partnerfähigkeit einsetzen. Ja, das geht wiederum ganz einfach. Okay. Dann wollen wir mal einen zweiten Versuch starten. Also doch, insgesamt, also ich weiß nicht, ob es an meiner Dummheit liegt oder an Pech oder so, aber wir haben ja schon ziemlich oft auch verloren und so. Also an sich war es schon challenging, das Kapitel hier. Das können wir auch überspringen eigentlich, genau. So. Haben wir die jetzt schon gescannt? Ja, haben wir. Okay, dann wird's easy. Dann wird's richtig easy. Oh mein Gott, was? Das war gar kein Schaden. Das war mega dumm. Oh nein. Okay, ihn als erstes schwächen. Und ja, mit Schwächen meinte ich nicht einen Schaden machen. Okay, zumindest den Rückflug geblockt. Dann wollen wir jetzt springen. Er lebt immer noch. Okay, Kopfnuss und dann ist er zumindest weg. Und wir haben dann auch die Dings fertig, die Challenge.
Okay, dann. Lassen wir ihn einschlafen. Genau. Und kümmern uns. Oh, oh, okay, der andere ist auch noch eingefroren. Ja, na gut. Dann. Ja, ist es sehr einfach wiederum jetzt, ne? Aber dass sie auch einen Verteidigung und so haben, also das macht die schon zu starken Gegnern, tatsächlich. Aber das mit dem Eis hätte auch gerne in der ersten Runde passieren können, weil dann hätten wir die, glaube ich, geschafft, alle einzufrieren und alle zu scannen, meine ich. Und dann wäre das einfacher gewesen insgesamt, aber naja. So. Wir haben noch ein zweites Mal das Eis da bekommen, ne? Ich finde auch cool, dass die Arena sich halt so ändert. So. Kopfnuss. Ich hätte das bestimmt von Anfang an machen sollen, ne? Das Einschläfern. Das wäre schon sehr schlau gewesen. Hätten wir direkt die Gegner eingeschläfert. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Ja, wie immer. 22 Münzen für den Sieg. Okay. Ich denke mal, man bekommt die Hälfte von den Münzen, wie man gewinnt und aufsteigt, wenn man nur gewinnt und nicht aufsteigt. Und halt, wenn man verliert, nur eine. Oder so ähnlich halt. Okay. Noch eine Nachricht. Letzte Warnung. Hör auf, nach den Sternjuwelen zu suchen. Sonst erwartet dich das gleiche Schicksal wie den letzten Vermissten. Okay. Ja, das ist Toadscover. Das geht gar nicht anders. Derjenige, der uns diese Mails geschickt hat, weiß sowohl über die Sternjuwelen als auch über den Vermissten Bescheid. Wenn wir den finden, werden wir sicher alle die Rätsel lösen. Aber wer könnte es nur sein? So schwierig finde ich das Rätsel nicht. Also außer es ist halt... Es stimmt halt nicht, ne? Aber... Ja, okay, es könnte halt auch der Champion sein. Ja, Ja, okay, true. Das stimmt. Einer von den beiden. Schätze ich jetzt mal. So. Dann. Der nächste Kampf gegen Rang 2. Feuerkettenhunde. Okay. Ohne einen Hammerangriff. Ich denke nicht, dass das machbar ist, oder? Schon wieder? Also ich habe da so meine Bedenken. Hallo. Bomber, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier. Ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Den Kampf beginnt. Folge mir. Also beim letzten Mal war das ja nichts Schlechtes. Also der Typ hat das halt gegessen, ne? Ging's ihm danach... Ja, ihm ging's gut, ne? Schließt sich gut mit dir, kann ich mir wirklich... Mit dich kann ich mich wirklich nicht vergleichen. Ja, doch. Wir essen's einfach, glaube ich. Weil beim ersten Mal ist ja auch nichts passiert. Lecker. Mario, probier auch mal ein Stück. Ach man, es war so klar, dass es jetzt... Ah.
Es war halt so klar, ne? Warum können wir uns jetzt doch noch ausruhen? Ja, na gut, dann müssen wir das alleine machen. Also war das erste wirklich einfach nur, um uns in Sicherheit zu wiegen und dann... Ja, okay, diesmal, also, Totsko war es halt auch wirklich einfach so vorbeigebracht, ne? Ja, okay. Ich kann die halt jetzt nicht töten. Ich muss mich selbst töten lassen. Oder ich fliehe einfach. Das geht auch. Weil das geht schneller. Weil ich kann die halt nicht scannen, ne? Verzeih, Mario, nur weil wir dir nicht helfen konnten, hast du verloren. Ich bin wieder... Okay, beim nächsten Mal kämpfe und mache ich alles wieder gut. Aber dieser vergiftete Kuchen, irgendjemand scheint es auf uns abgesehen zu haben. Wir müssen besser aufpassen. Aber warum ist der Cooper nicht davon infiziert gewesen? Naja. Kein Sprung. Okay, das Gegenteil zu dem, was wir gerade gemacht haben. Also, hätten machen sollen. Okay. Naja, naja. Aber, dann konnte ich euch zumindest zeigen, was da beides passieren kann. Bei dem Kuchen. Wenn man ihn nimmt oder wenn man ihn nicht nimmt. Ich denke mal, beim ersten Mal wäre man stärker geworden auch tatsächlich. Naja. So. Wir können jetzt scannen. Roter Kettenhund. 6 Lebenspunkte, 5 Angriff und 3 Verteidigung. Das ist ein roter Kettenhund. Rote Kettenhunde sind bissig. Und naja, halt rot, ne? Ihre Angriffe sind heftig. Du solltest sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung auch sehr, sehr ausgeprägt. Dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen ja Items oder Sternattacken. Und die rote Farbe, es heißt, Klobon hätte sie einfach angemalt. Hey. Gut, wir dürfen keine Sprünge benutzen. Also heißt es nur Hammerattacken soweit. Und ich würde sagen, da sollte der Wirbelschlag oder der Anti-V-Hieb sehr gut wirken. Ich fange mal mit dem Anti-V-Hieb an. Ja, sehr schön. Das war guter Schaden. Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt irgendwie Wasser vom Himmel kam, aber ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich so schlecht sein kann im Verteidigen, aber naja, naja. So, und dann kannst du... Du darfst keinen Sprung benutzen, aber meine... Companions ja schon, ne? Wobei ich sagen muss, ich denke, es ist schlauer, wieder zu Kopio zu wechseln. Ja. Und dann machen wir hier noch einen Wirbelschlag, um zu gucken, ob der überhaupt Schaden macht. Ja, okay, einen halt, ne? Kopio an sich dürfte aber auch, glaube ich, keinen Schaden machen. Weil er macht ja 3 Schaden. Und das sind dann letztendlich halt 0, ne? Aber ich versuch's trotzdem. Ja. Das war sehr schade. Da habe ich zu früh gemacht. Kann ich mal richtig verteidigen? Bonk.
Ja, noch ein Wirbelschlag, ne? Mann! Timing! Man muss halt eigentlich viel früher drücken, ne? Ja, wahrscheinlich. Mann, jetzt nervt man nicht hier. Ja, noch ein Wirbelschlag, bitte. Endlich! Okay, ja, aber ich tank das, ich tank das. Ich will ihn ganz normal besiegen. Komm. Okay, da haben wir es. Und somit haben wir auch insgesamt gewonnen. Also, wir steigen auf, meine ich. Ja. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Sorry für die Verspätung. Also, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht seit Anfang an dabei seid im Stream, ne? Also, es ist alles gut. So, Rang 2 bedeutet, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir dann schon der Champion oder können wir dann den Kampf gegen den Champion machen? Rang 1 und Champion, vielleicht nochmal darüber, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke mal, wir werden nicht einfach schon so Champion, oder? Naja, mal gucken, wer unser Gegner ist, dann wissen wir das ja. Oder wir gucken auch mal in die Rangliste rein. Ja, Aurelius ist Champion und jetzt kommt die Cooper-Patrouille, okay. Ach, dann hätten wir hier schon die ganzen Gegner vorher sehen können, tatsächlich. Ja, wir durften da ja als allererstes nicht raufgucken. Und Platz 19 haben die Flapflaps hier schon jetzt, geschafft. Und Spoing. Okay. Ja gut, dann. Freundschaftskämpfe sind einfach nur Kämpfe gegen andere dann, ne? Okay, können sich hier Gegner aussuchen. Rang ändert sich durch Freundschaftskämpfe also nicht. Gut. Das kann man halt machen, wenn man dann, die scannen will, die Gegner nochmal. Aber nein, 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 nein. Also wir könnten die anderen Sproings da mal scannen vielleicht. Will ich das zeigen? Nee, noch nicht. Ich glaube, Flafflas haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Aber ja. Machen wir, falls uns die Gegner irgendwann dann fehlen sollten oder so vielleicht. So, Rang 1. Ass Cooper Patrouille. Keine Sternattacken im folgenden Kampf. Gut. Ich bin bereit. Dann wollen wir mal. Ich würde halt auch voll gerne eigentlich gucken, wie das mit dem Geld ist, ne? Aber jetzt extra verlieren in den Kampf, obwohl wir halt gewinnen. Okay, falls der cool ist, der Kampf, dann ja. Der Rasiermesser-Schwinger, die Ass-Cooper-Patrouille. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wer der Stärkste von uns ist. Das wird sich gleich zeigen. Let's fight! Also ist er tatsächlich auf Platz 1. Also Rang 1. Okay, okay, okay. Dann, was machen wir? Als allererstes scannen. So wie immer. Wir müssen ja wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. 25 Lebenspunkte, 5 Angriff und 2 Verteidigung. Eine Ass-Cooper-Patrouille. Der sieht aber ziemlich stark aus. Okay. Besonders gefährlich sind seine Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Okay, diese roten Augen sind immer irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen. Ich... Na... Also das glaube ich tatsächlich nicht.
Wir können wahrscheinlich auch nicht auf ihn drauf springen, also sind nur die Hammerattacken interessant. Aber das lief schon mal nicht ganz schlecht. Uiuiuiui. Da kommt ja ganz schnell auf uns zugerast da. Dann wechseln wir zu Kupio. Ja, müssen wir ja auch, ne? Und ja, Anti-V-Hieb weiter. Denke ich mal, ja. Das ist das Schlauste. Mann. Ich, ja, schade. Hätte den schon gebrauchen können. Aber naja. So. Noch einmal draufgehauen. Wir geben uns mal ein Schild. Okay, du musst uns trotzdem verteidigen. Ja. Also, er scheint kein starker Gegner an sich zu sein. So. Also, wir kriegen ihn ja eigentlich down, ne? Aber, ja, wollen wir das jetzt noch losen, um zu gucken? Ja, doch. For Science. For Science. For Science, Chat. Ein Maxi-Beam. Aber das sollte ihn auch töten. Ansonsten wäre es auch wieder Zeitverschwendung. Ja, exzellent. Das sollte genug Schaden machen. 6 Stück, ja. Und nochmal 10 Sternpunkte. Also viel rumprobieren machen wir hier. Was die Leute sich im Publikum denken müssen, dass wir gewinnen, aber halt keinen Rang aufsteigen dann. Exakt 10 Münzen. Ja, also man könnte halt immer 10 Münzen farmen, aber dafür ist mir der Kampf zu lang tatsächlich. Aber es würde gehen. 10 Münzen sind... Also schon vielleicht so ein Pilz oder sowas dann. Deswegen, also eigentlich nicht schlecht. Aber ich denke mal, wenn man einfach ganz normale Gegner besiegt und dann mal dreifach Geld bekommt und so, das rentiert sich dann schon mehr tatsächlich. Weil, ne, die sind halt viel einfacher und so. So, jetzt müssen wir sogar eine Sternenattacke einsetzen. Ich weiß auch nicht, ob ich die rausschneide. Vielleicht schneide ich die Sachen auch raus, wenn ich es austeste. Dann wollen wir mal anfangen. Es macht halt nur einen Schaden, wenn Kupio angreift, leider, ne? Oh, naja. 5 Angriffsstärke.
Puh, okay. Ja, den Angriff haben wir auch nicht gesehen, ne? Deswegen. Sehr cool vielleicht, dass wir nochmal uns das hier angucken. Sternenergie könnten wir voll bekommen, aber leider haben wir es nicht geschafft, okay. Dann holen wir uns zumindest mal ein Schild. Das Schiff Kupio jetzt auch. Oh nein, okay. Wir konnten es komplett verteidigen. Sehr schön. Beschützt uns das garantiert vor einem Angriff? Oder hat es wirklich so Lebenspunkte und 10 ist zumindest nicht genug, um es komplett zu zerbrechen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber er hat, also wir haben das komplette Schutzschild gemacht und er hat es komplett mit einer Attacke zerbrochen. Ne? Also ganz ohne war der Angriff, also das war schon ein guter Angriff. Ne? Das geht aber auch schnell hier wieder zu Ende jetzt. Denn er hat schon nur noch 6 Leben. Und da würde ich sagen, machen wir doch einfach mal unsere Sternenattacke. Weil wir sollen ja sowieso einen machen. Und die würde ihn töten damit. Wenn wir sie exzellent schaffen. Ja. Ja, letzter. Boom. Und damit ist der erledigt. Und 10 Punkte sind jetzt auch nicht schlecht, ne? Ja. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Gewonnen. Yes, sir. Damit haben wir 30 Münzen bekommen und wir sind auf Rang 1. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Sehr schön. Lass dich jetzt alleine. Also, man sieht sich. Bedeutet, wir kriegen jetzt nochmal einen Anruf wahrscheinlich, oder? Ja. Yep, yep, yep. Schon wieder eine Mail. Ich frage mich, was diesmal wohl sein mag. Also eine Mail, kein Anruf, aber ja. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Was? Wieder dieser X-Geheuer ist der mir nicht, aber anders kommen wir wohl nicht an das Sternjuwel. Also, wir sollten die Poster von dir in der Lobby von der Wand entfernen. Na gut, Mario, dann auf in die Lobby. Was? Poster, also gesucht Poster oder Poster im Sinne von, ey, der Kämpfer ist cool. Naja, dann wollen wir nochmal gucken, wer oder was für Poster das halt sind, ne? Also wer sie dahingestellt hat. So, gespeichert haben wir. Und wenn wir schon gespeichert haben, ist jetzt hier auch die Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao!